Simulieren nochmal Training und dann geht's ja ins Spiel gegen Nürnberg. Danach sehe ich schon Regensburg. Partie spielen, mal gucken. Martenia und Windsheimer. Okay. Jamra auch. Haben wir ein paar Ex-HSVer. Teammanagement. Ich würde gern was probieren. Nee, ich würde gern Aufstellung. Wo ist das jetzt? 4-3-3. Ich würde es nur einfach mal probieren. Ja, jetzt sortiert er natürlich wieder alles durcheinander. Ist natürlich klar. Okay, Terodde ist besser. Terodde muss vorne stehen. Glatze musste leider erstmal auf die Bank weichen. Ich stelle mal Königsdörfer rein, aber andersrum. Meffert geht ZDM, dass man ein bisschen was bekommt hier an Spielzeit. Und damit Kittel auch mal wieder ein bisschen spielen kann. Jetzt haben wir sogar zwei gute Leute. Subiri hat einfach mal eine 60, obwohl er nicht gespielt hat. Jetzt nehme ich mal Koulibaly mal mit. Apropos, das ist Subiri. Ich bin mal mutig. Vuskovic hat schon ein gutes Spiel gezeigt, das kann ich nicht machen. Ich stelle ihn mal von Anfang an rein. Anfang an rein, so. Muheim darf auch wieder von Anfang an ran. Suhonen nehme ich mal mit. Für Jatta. Warum da auch immer eine minus 16 steht, ich weiß es nicht. Oder liegt das daran? Warte mal, ich will mal nur kurz was testen. Wenn ich jetzt so mache. Okay. Okay, bleibt Reis mal da. Naja, so. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal rein und probiere ich mein Glück. Königsdörmer wieder voranfahren mit der 4-3-3-Formation. Wir gehen rein, das Spiel wird auch komplett gespielt. Weil ich habe nämlich festgestellt, wenn ich Highlights mache, ich meine klar, Highlights macht Spaß, gar keine Frage. Aber ich glaube, ich werde doch eher alles komplett weiter selbst spielen, weil so kommt man eher besser ins Spiel und kommt auch so besser rein als bei den Highlights. Ich glaube, das ist eher besser. Jupp. Ach ja, es war ja mit Einlauf. Naja, jetzt egal, jetzt habe ich hier übersprungen. So, auf geht's. Drei Ex-HSV. Martenia, Jamra und Wildsheimer. Das war jetzt schön gehalten. Bra. Subiri, Muheim, Muheim nicht gut. Ja, Subiri, der ja mal von Anfang an traf. Randa, meine Güte. Deutsche Sprache muss gelernt sein. Terodde, nicht gut. Ja, paar Probleme anfangs reinzukommen. Brav. Brav, Hadi. Super. Keine Sorge, Fernandes kommt auch noch zur Spielzeit. Keine Sorge. Nicht, dass es jetzt heißt, hier nur. Was war das schon fast? Dass das jetzt nur Raab ist oder so? Nein. Fernandes kriegt natürlich logischerweise auch noch Spielzeit. Muss halt nur gucken, wie, wo, was weiß, keine Ahnung was. So. Schön. Also wie das Ergebnis steht, logischerweise. So. Hätte ich ja jetzt gegen Heinheim hätte machen können, aber naja. Egal. Oh Mann. Was los? Kommen nicht gut drin hier in die Partie. Das ist ja unglaublich. Nürnberg macht den Druck. Ja, schön. Nein, nicht schön. Kopfball, schön. Aus da. Jawohl, jetzt vielleicht mal. Boah, schön auf Doc P. Jetzt muss einer mitmachen. Wenn wir es jetzt ganz cool machen. Nein! Ich wollte einen flachen Part machen. Nee. Oh. Oh Mann. Naja. Einfach abschließen, den hat Martenia, Ecke HSV. Und oh, Doc P. Da ist keiner, Kittel. Schön auf Subiri. Vuskovic, der wollte es mal probieren, aber wird geblockt. Jonas Meffer, der ja auch schon Tore schießen konnte. Ah. Ah, schön zugestellt gerade da. Schön higher. Aber es bleibt gefährlich.
Oh, Vuskovic. Bleib dran, Junge. Den hat Benisch. Wunderbar, Meffert, Kittel. Zur Rolle. Schön gesehen auch schon Dukdoppe. Und jetzt gucken, wie machen wir das? Schön auf Königsdörfer. Der hat Martinia. Hecke. Benisch. Oh, schön. Warum schießt Vuskovic nicht einfach eher? Ich hatte schon auf Schießen gedrückt. Da braucht er nur ein Weilchen. Oh, nee. Doppel. Oh, der ist gut. Schade. So, Beri kriegt den Doppel. Nicht geflankt. Nochmal eine Flanke. Nicht gut. Schön gemacht. Ich glaube, zur Rolle war es gewesen. Auf Jonas Treffer. Torolle. Der ist drin, 1-0. Simon Torolle. Wunderbar. Dirk Schalker. Schlägt zu. 7 Tore in 7 Spielen. Also der wechselt halt im HSV auf Nummer richtig. Den Rückkehrer. Oh, Dompe. Schöner Ballgewinn. Terodde. Oh, schöne Drehung. Simon Terodde. Legt ihn quer. Und Königsdörfer macht das 2-0. Wie geil war das gemacht. Renton Iboa, Königsdörfer. Und Martina denkt so, what the hell. Ja, hier, das lasse ich jetzt mal nichts geben. Hier, das war aber knapp, der Querschläger, weil Martin ja schon unten lag. Es war glücklich, so innerhalb von 3 Minuten. 2-0, nice. Richtig und wichtig. Richtig und wichtig. Und auch passender 2-1 mit 2-0, wunderbar. Nice, aber man muss sagen, Nürnberg in den Anfangsminuten richtig stark. Also, ist nicht zu unterschätzen. So, zweite Halbzeit, weiter geht's. Ich werde sowieso tatsächlich gleich das erste Mal wechseln. So, ich werde das jetzt ungefähr schon mal einstellen. Und zwar Jatta darf rein für Königster, für den Torschützen. Koulibaly darf rein für Vuskovic. Sohnen für Benisch. Muss ich mal kurz gucken. 1, 2, 3 und einer noch Kleindienst für Terodde. Für den anderen Torschützen. Also Viererwechsel. Boah. Glück. Boah, schön gesehen auf Sonny Kittel. Dass Sonny Kittel da läuft, meine ich. War ein bisschen Flanke war nicht gut. Also gleich ein Viererwechsel. Ah, jetzt kommt Nürnberg nochmal. Boah. Alter, Raab, ist super. Stopp, lauf doch. Boah. Das ist offensichtlich, denke ich mal. Beri, der wie ich finde auch ein super Spiel macht. Oh, der ist gut. Außennetz. Viererwechsel. Kleindienst für Terodde. Ja, dafür Königsdörfer. Sohn für Benisch. Und Koulibaly für Vuskovic. Ah, Jatta. Nicht gut, der verliert gleich den Ball. Boah, Haier. Der will es aber wissen. Moritz Haier. Der nächste zur Junge. Geil gemacht, Jatta. Und jetzt. Entschuldigung, wenn ich gerade übersteuere, aber das war so geil gerade. Das war super gemacht eigentlich. Meffert vergibt da an Martenia. Ah, Nürnberg jetzt. Boah, Raab. Super. In den zwei Spielen Heinheim und Nürnberg. Raab überragend. Raab überragend. Okay, Glück, da
kam gerade nicht ran, aber von der Situation vielleicht. Mal drehen, Buheim, Job D. Kleindienst. Zu Honen. Der hat ein bisschen Platz. Anzieh zu Honen. Die gönnen ihm auch den Raum, ne? Ah, schade. Boah. Ah, die letzte Schlussviertelstunde bricht langsam an. Und das 2-0 ist nicht mal so unverdient. Dompe, komm, jetzt triffst du, Junge. Jetzt triffst du! Nein! Es will einfach nicht bei Dompe. Er will einfach... Der will bei ihm einfach nicht ins Tor. Warum schieße ich mit Muheim einfach nicht? Warum? Naja. Meffert. Zumberi. Gefällt, der Junge gefällt mir, Zumberi. Und ich wollte ihn überlegen, weil ich wollte ihn am Anfang noch verleihen, wo ich mir so denke, oh mein Gott. Gott sei Dank ist er hier geblieben. Er weiß warum. Zonen. Kleindienst. Aus der Drehung. Da hat nicht viel gefehlt. Ja, das sind gute Transfers, die ich geholt habe. Boah, Kleindienst noch. Nein. Ah, oh, schade. Dopp B. Probiert! Ja! Dopp B trifft! Boah, ich freue mich für den Jungen. Er trifft endlich in der Liga! Schon lügt Dopp B. 3-0. Ja, so Beri runter, Schuhlautab auch noch ein. 3-0. Wir haben wieder die Dreierwinkel. Kameraperspektive, Dopp B. Ja, aber ein Keeper hätte den kriegen können, muss man mal so ehrlich sagen. Ne? Also Glück für Doc B und ich freue mich auch für den Jungen. Ich weiß gar nicht, hat er ein Vorbereitungsturnier getroffen? Das weiß ich jetzt leider nicht mehr so ganz genau. Rede, Kleindienst, schön. Kleindienst. Ah, schade. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob er ein Vorbereitungsturnier getroffen hat, aber jetzt in der Saison auf alle Fälle und da freue ich mich für ihn. Mega. Komm, Doc B, lauf. Boah, ganz stark, doch. Okay. Vorbereiter, komm. Lang ist gut. Nein, was machst du? Boah, schade. Aber doch, okay, kriegt ihn. Und er will noch eins. Ah, schade. Ah, aber egal. Wir gewinnen wieder und das ist Wahnsinn. Jamba geht runter. Ex-Hamburger. Und wie Kesser. Wein, Meffer, Kleindienst. Boah, ja. Okay, gibt kein falsches Spiel. Wir gewinnen mit 3-0. Zwei Spiele, zwei Siege in der heutigen Aufnahmesession. Ich glaube sogar 5-0 Tordifferenz in den zwei Spielen. Also super, es läuft bisher. Und ich würde sogar sagen, wir können uns mal ein Interview heute. Wahnsinn. Top. So, auf geht's. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ja, gerne, gerne. Beide hatten alle mit einem Endspiel gerechnet, Sie auch? Ich muss gestehen, ja. Aber wir haben es super gemeistert. Damit hätte ich nicht gerechnet. Na doch, ich habe da schon gerechnet. Kein Problem, versteht ihr? Also Kompliment an den Gegner. Ich finde, die haben gut gespielt. War heute ein enges Spiel. Zwei ausgeglichene. Naja, vom Torverhältnis eher nicht, aber... Man muss sagen, trotzdem haben sie stark sich präsentiert. Nach den drei Hamburger Toren am Ende komfortabler Sieg. So schnell kann keiner lesen. Hätte das Spiel auch anders laufen können. Ich konzentriere mich da einfach aufs nächste Spiel. Wir haben unser Ziel erreicht, die Punkte überholt und so weiter und so fort. Wir springen das mal. Jammer war beim Gegner heute einer der Besten. Schwer war es, ihn zu überwinden. Also leicht war es nicht. Das werde ich auch so sagen, leicht war es nicht. Kompliment an ihn. Ist danke auch ein Ex-Hamburger, also der kennt sich mit dem HSV aus. Und ja, gerne. Gerne, gerne. Bitte gerne, Herr Reporter. So. Dompe erzielt erstes Saisontor. Okay. Dann war es im Job, wie gesagt, wie vorhin erwähnt im Vorbereitungsturnier. Ich freue mich so für den Jungen, dass er getroffen hat.